Kennst du das Gefühl, wenn sich alles immer schneller und immer schneller zu bewegen scheint, die Zeit einfach nur rennt und man das Gefühl hat, dass das Leben an einem vorbeizieht? So oder so ähnlich schaut das alltägliche Leben eines Durchschnittsmenschen aus. Man fühlt sich oft so beschäftigt, dass man teilweise in Situationen gerät, in denen man denkt, man kann überhaupt nicht mehr aus dem Stress entkommen. Teilweise erlebt man dann auch Situationen, in denen man so viele Gedanken im Kopf hat, dass man einfach das Gefühl hat, dass der Kopf einfach schon so riesengroß ist. Doch wie wäre es, wenn wir aus dem Ganzen ausbrechen könnten, um wieder Teil des gegenwärtigen Moments zu werden? Und das in einer Weise, die nicht nur mentale Vorteile der Bewusstseinsentfaltung für uns hätte, sondern auch physische Vorteile, die wir an unserem Körper selbst sehen könnten. Der Schlüssel dazu ist die Meditation. Jeder von uns, auch du, kannst sie ausführen. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich dir in diesem Video vorstellen. Viel Spaß! Wenn ich heute Menschen über Meditation befrage, dann muss ich oft verblüfft feststellen, dass viele zwar das Wort kennen, aber oft eine sehr verzerrte Vorstellung davon haben. Und das Ganze muss eigentlich gar nicht sein, denn Meditation ist sehr simpel zu verstehen. Dieses Video wird also ein kompletter Crashkurs zur Meditation, in dem ich dir erstens vorstelle, was Meditation genau ist. Zweitens stelle ich dir vor, was die Vorteile von Meditation sind und warum sie in letzter Zeit in der westlichen Welt so populär geworden sind. Drittens stelle ich dir vor, welche Arten von Meditation es gibt, damit du einen groben Überblick darüber bekommst. Im vierten Teil dieses Videos stelle ich dir die Technik fürs Meditieren vor, die in meinen Augen am sinnvollsten ist, vor allem für Anfänger. Sie wird auch von Dalai Lama, Thich Nhat Hanh oder auch Eckhart Tolle praktiziert. Und ich werde dir einfach Schritt für Schritt zeigen, wie du das Ganze erlernen kannst, sodass du sofort nach dem Video auch in der Lage bist zu meditieren. Im fünften Teil gebe ich dir noch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg, die dich beim Meditieren unterstützen werden. Hier oben rechts im Video siehst du die Inhaltsangabe des Videos. Mit einem Mausklick auf den jeweiligen Punkt gelangst du einfach direkt zum jeweiligen Videoabschnitt. So kannst du einfach Passagen überspringen, die du vielleicht schon kennst oder die du eigentlich gar nicht sehen möchtest. Okay, lass uns direkt mit Punkt Nummer 1 beginnen, und zwar, was ist die Meditation? Meditation ist ein Bewusstseinszustand, ein Zustand von konstanter Achtsamkeit, um wahrzunehmen, was im Hier und Jetzt existiert, ohne dabei eine Wertung abzugeben. Durch Meditation soll sich unser Geist, also unsere Gedanken, beruhigen und sammeln. Die angestrebten Bewusstseinszustände werden je nach Tradition unterschiedlich und oft als Leere, Stille, Bewusstseinserweiterung, im Hier und Jetzt sein, Einssein oder auch Gedankenlosigkeit beschrieben. Während der Meditation merken wir, dass sich hinter unserem physischen Körper unsere Gedanken verbergen. Wir lernen unsere Gedanken besser kennen, wir lernen besser mit ihnen umzugehen und wir lernen sie auch zu verstehen, sodass wir einfach die Möglichkeit haben zu erkennen, dass wir nicht nur unser physischer Körper sind und auch nicht nur unsere Gedanken, sondern viel mehr als das. Wir merken, dass es einen kleinen Spalt zwischen unseren Gedanken gibt, also einen leeren Raum, und Eckhart Tolle beschreibt genau diesen kleinen Raum zwischen den Gedanken als die Stille. Und genau dieser Raum, der ja so existent ist wie ein Gedanke selbst, deutet darauf hin, dass sich unsere Gedanken in einem Raum bewegen. Diesen Raum können wir jetzt als das Bewusstsein bezeichnen, als das ursprüngliche Sein selbst. Dort liegt der Ursprung unseres Lebens. Wir können diesen Raum, also unser ursprüngliches Sein selbst, nicht verleugnen, aber was wir machen können, ist es durch Meditation zu erfahren und diesen Raum wachsen zu lassen, sodass neue Gedanken Platz darin finden. Und genau das ist das Ziel der Meditation. Expansion auf physischer und mentaler Ebene. Das ist spirituelles Wachstum in seiner Quintessenz. Das Meditieren hilft uns dabei herauszufinden, wer wir wirklich sind. Es hilft uns dabei zu verstehen, dass wir ein Teil vom großen Ganzen sind. Dass unser individuelles Bewusstsein ein Bewusstseinsstrom des Ganzen ist. Also des kollektiven Bewusstseins. Das Gute an der Meditation ist, dass du es wirklich sofort und überall ausführen kannst und dich das Ganze gar nichts kostet. Du wirst auch kein Equipment oder sowas brauchen, denn alles, was du zum Meditieren brauchst, hast du in dir selbst drin. Und wenn du mal verstanden hast, wie das Meditieren funktioniert, dann ist es auch überhaupt nicht schwer.
Wir müssen dabei verstehen, dass wir während der Meditation einfach nur im Hier und Jetzt existieren. Meditation kann ein ständiger Begleiter auf deinem Lebensweg sein, damit du immer mehr und mehr verstehen kannst, wer du wirklich bist. Wenn du gelernt hast, was Meditation ist und wie du richtig meditierst, dann bist du in Kontrolle über deinen Körper, über deine Gefühle, über deine Lebensvision, über deine Beziehungen und auch über deine Gedanken. Viele verstehen nämlich in ihrem Leben eigentlich gar nicht, warum sie leben und leben ihr Leben hauptsächlich unbewusst, was ich einfach nur absolut schade finde. Wenn du mehr über dein Leben verstehen möchtest und den Weg zu deinem höheren Selbst finden möchtest, dann ist Meditation ein absolutes Muss für dich. Aufgrund ihrer simplen Anwendung und ihrer massiven Wirksamkeit ist die Meditation in vielen spirituellen Lehren, aber auch in vielen religiösen Richtungen überall auf der Welt bekannt. Meditation ist aber kein Neuzeitphänomen, denn Meditation ist wirklich schon sehr, sehr alt. Gehen wir einfach dazu mal ein paar Jahrtausende in unserer Menschheitsgeschichte zurück. Im alten Hinduismus findet man in alten philosophischen Schriften den sogenannten Upanishaden der Veden, die mehr als 3000 Jahre alt sind, die ältesten Berichte zu Meditationen. Schon damals hat man verstanden, dass wir als Mensch nicht von der Natur getrennt sind, sondern ein Teil von ihr sind. Besser gesagt, wir sind die Natur selbst. In Indien ist die Meditation für viele Menschen heute noch ein wichtiger Lebensbestandteil. Und so hat Buddha auch die Kraft hinter der Meditation entdeckt, indem er sich unter einen Pappelfeigenbaum gesetzt hat und gesagt hat, er bewegt sich hier nicht weg, bis er endlich die Natur hinter dem Sein selbst verstanden hat und hat so lange meditiert, bis er zur Erleuchtung gekommen ist. Im Laufe der Zeit ist die Meditation vor allem für östliche Kulturen zu einer grundlegenden und zentralen bewusstseinserweiternden Übung geworden und hat sich auch in viele unterschiedliche Ausführungsarten entwickelt. So fand die Meditation ihren Weg in die Welt und wurde auch für andere Religionen interessant, unter anderem auch für den Christentum. Meditation ist also nichts, wofür man an eine festgelegte Religion oder sowas glauben muss. Meditation ist absolut unabhängig und hat mit Religion im direkten Sinne nichts zu tun. Und das zeigt uns auch die westliche Wissenschaft. Die Wirkung, die man durch Meditation erzielt, kann man nämlich neurologisch anhand der Hirnwellen messen. Die Meditationsforschung hat schon lange die Aufmerksamkeit unserer Ärzte und Psychologen auf sich gezogen, da die Meditation tatsächlich messbare Vorteile für unseren Körper und Geist hat. Und so kommen wir auch schon zum zweiten Punkt des Videos, und zwar, was sind die Vorteile, die wir durch Meditation erhalten? Einige der erfolgreichsten Menschen haben schon längst erkannt, dass geistiges Training absolut wichtig für uns ist. Bekannte Persönlichkeiten wie Angelina Jolie, Twitter-Mitbegründer Evan Williams, der Ford-Präsident Bill Ford oder der Apple-Chef Tim Cook setzen bereits schon seit Jahren auf Meditation. Und es gibt keinen Grund, warum du das nicht auch tun solltest. Neben dem absoluten Vorteil der geistigen Entwicklung, also dass du durch die Meditation die Möglichkeit hast, neue Gedankengänge zu erschließen und immer mehr und mehr herausfindest, wer du wirklich bist, gibt es dann auch die körperlichen Vorteile, die man auch tatsächlich wissenschaftlich belegen kann, also die man durch wissenschaftliche Studien herausgefunden hat. Und genau die möchte ich dir im Folgenden vorstellen. Durch die Meditation soll sich der Geist beruhigen und sammeln. Somit wird absolute Wachheit neben vollkommener Entspannung möglich gemacht. Das sorgt dafür, dass man einfach im Alltag wesentlich resistenter gegen Stress wird. Wenn man regelmäßig meditiert, kann man also besser mit Stresssituationen umgehen. Körperliche Symptome, die durch den Stress entstehen, können dadurch auch stark eingedämmt werden. Der Blutdruck sinkt, Stresshormone wie Cortisol werden stark eingedämmt, die Muskelaktivität im Ruhezustand verbessert sich, die Verdauung beginnt besser zu funktionieren, die Hirnwellenfrequenz schwingt dann nunmehr im optimalen Bereich und es gibt noch eine Reihe weiterer Vorteile, die sich durch die Stressreduktion erschließen. Alles führt aber im Großen und Ganzen dazu, dass Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Probleme, Rückenschmerzen oder ein geschwächtes Immunsystem auf ein Minimum heruntergefahren werden. Meditation hat auch Einfluss auf deine Hirnstruktur.
Eine Studie aus dem Jahre 2005 besagt nämlich, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, eine größere Großhirnrinde aufweisen als die nicht meditierenden Testpersonen. Die Dichte der Nervenzellen im orbitofrontalen Kortex sind gewachsen und die Bereiche, die für kognitive und emotionale Prozesse und das Wohlbefinden wichtig sind, waren verglichen mit der Vergleichsgruppe um bis zu 5% gewachsen. In weiteren Tests konnte herausgefunden werden, dass Meditation den Mandelkern schrumpfen lassen kann. Es handelt sich dabei um eine Hirnstruktur, die unter anderem an der Steuerung von Angst beteiligt ist. Unser kreatives Denken wird vom Neokortex gesteuert. Dies wird aber auch von unserem limbischen System beeinflusst. Wenn wir also mit unseren Gefühlen und Emotionen nicht im Klaren sind, leidet unsere Kreativität auch drunter. Wissenschaftler der Brown University haben herausgefunden, dass regelmäßiges Meditieren dafür sorgt, dass man seine Emotionen und Gefühle besser unter Kontrolle bringen kann und somit das limbische System den Neokortex nicht mehr blockiert. So kann man seinen Weg zur Kreativität im Gehirn einfach freiräumen. Wissenschaftler der Lund University in Schweden haben herausgefunden, dass Meditation bei Depressionen oder Angststörungen genauso hilfreich sein kann wie kognitive Verhaltenstherapie. Immer mehr Psychologen bieten daher die Meditation als wirksame Therapiemethode an. Durch regelmäßiges Meditieren verändern wir die Anzahl und Aktivität unserer Nervenzellen und ermöglichen dadurch die gegenwartsbezogene Aufmerksamkeit und die Konzentration auf das Hier und Jetzt. Dazu fördert regelmäßiges Meditieren das Gedächtnis, verbessert die Problemlösungskompetenz und unterstützt auch die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Weiterhin gibt es noch unzählige weitere Vorteile der Meditation, aber wenn ich jetzt wirklich alle aufzählen würde, dann würde das Video hier sehr, sehr lange dauern. Ich habe dir die wissenschaftlichen Quellen der gerade eben genannten Punkte und ein paar Artikel, die einfach noch ein paar Vorteile der Meditation zeigen, unten in die Videobeschreibung gepackt. Also falls du noch Interesse daran hast, mehr darüber zu erfahren, dann schau dort auf jeden Fall mal vorbei. Okay, lass uns mit dem dritten Teil des Videos weitermachen. Ich werde dir im Folgenden die verschiedenen Meditationsarten vorstellen, damit du einfach mal so einen kleinen Überblick darüber bekommst. Im Grunde genommen verfolgen aber alle Meditationen dasselbe Ziel, und zwar das, das ich dir vorhin schon bereits genannt habe. Die Expansion des Bewusstseins auf physischer und mentaler Ebene. Über Jahrtausende hinweg haben sich die unterschiedlichsten Meditationsarten entwickelt. Aber um das Meditieren zu lernen, musst du nicht jede Meditationsart kennen und du musst auch nicht jede Meditationsart beherrschen. Also wenn du willst, kannst du hier oben rechts direkt dieses Kapitel hier überspringen und dann zeige ich dir einfach Schritt für Schritt, wie du das Meditieren selbst lernst. Okay, im Grunde gibt es zwei verschiedene Meditationsarten. Zum einen die passive Meditation, bei der man sich ja hinsetzt, die Augen schließt und einfach nichts tut. Und dann gibt es auch noch die aktive Meditation, bei der man in Bewegung ist und einfach achtsam handelt. Bei der passiven Meditation gibt es wiederum drei verschiedene große Ausführungsgruppen. Darunter zählt die Stille oder auch Ruhe-Meditation, bei der man den Zustand absoluter Gedankenlosigkeit herbeiführen möchte. Die Aufmerksamkeit wird hierbei immer wieder auf die Leere oder auf das Nichts gelenkt. Der große Vorteil an dieser Technik ist, dass hier die Gedanken vollständig zur Ruhe kommen. Also es bietet sich vor allem für die Leute an, die quasi von ihren Gedanken erdrückt werden. Dann gibt es noch die Achtsamkeitsmeditation. Sie ist die klassischste der klassischen Meditationstechniken. Ziel ist es, deine Gedanken, Emotionen und körperlichen Phänomene im gegenwärtigen Augenblick vollkommen wahrzunehmen. Man konzentriert sich dabei auf alle Sinneswahrnehmungen und Gefühle, die du in dir hast. Man lernt dadurch das nicht wertende und absichtslose Gewahrsein im Hier und Jetzt, ohne dabei an Gedanken, Empfindungen oder Gefühlen zu haften. Das ermöglicht die Auflösung jeder Dualität und die Befreiung der Ego-Wahrnehmung. Diese Meditationstechnik ist wirklich für jeden geeignet. Weiterhin gibt es die Konzentrationsmeditation. Dabei konzentriert man sich beispielsweise auf ein bestimmtes Bild, auf einen imaginären Punkt im Raum, auf ein bestimmtes Mantra oder auch auf einen bestimmten Gedanken.
Die konzentrierte Fokussierung auf einen Gegenstand stoppt den alltäglichen Gedankenfluss und führt so zu einer tiefen Beruhigung des Geistes. Hierbei wird die Konzentration besonders trainiert, weswegen diese Meditationstechnik für Personen, die an Konzentrationsschwierigkeiten leiden, empfohlen wird. So viel zu den passiven Meditationstechniken. Darunter gibt es dann auch wieder nochmal Zen und Samatha oder Vipassana, was aber jetzt nicht Teil dieses Videos sein sollte, weil es sonst einfach viel zu ausgiebig wird. Ich habe dir in die Videobeschreibung einfach nochmal einen Link gepackt. Dort kannst du nochmal die unterschiedlichsten Meditationsarten anschauen und auch nachmachen. Neben den passiven gibt es ja aber auch noch die aktiven Meditationstechniken. Dazu zählt zum einen die Gehmeditation, die dynamische Meditation, Klangschalenmeditation, Tanz, Musik, Qigong, Tantra, Yoga, Tai Chi und es gibt wirklich noch viele, viele andere Arten der aktiven Meditation. Du siehst also, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die Meditation in Verbindung mit Bewegung zu bringen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mit den Meditationsarten aufhören. Wie gesagt, du kannst unterhalb des Videos einen Artikel finden, wo dir alle Meditationsarten nochmal vorgestellt werden und wie du die ganzen auch ausführst. Nachdem ich dir jetzt so viele Meditationsarten vorgestellt habe, fragst du dich sicherlich, welcher Meditationsart wir uns in diesem Video widmen. Es ist die Achtsamkeitsmeditation, genauer gesagt die Zazen-Meditation, die aus dem Zen-Buddhismus kommt, da sie erstens einfach super leicht auszuführen ist und schnelle und große Resultate mit sich bringt, obwohl man wenig Aufwand reinstecken muss. Zweitens, man sie wirklich an jedem Ort und zu jeder Zeit praktizieren kann. Also man könnte sie wirklich an einer befahrenen Straße praktizieren. Und drittens, sie macht zunehmend immer mehr Spaß. Also je öfter du sie ausführst, desto mehr Spaß wirst du daran haben. Kommen wir also zum vierten Teil des Videos, in dem ich dir vorstelle, wie du das Meditieren lernst. Schritt Nummer 1, suche dir einen Platz, an dem du meditieren möchtest. Als Anfänger ist es vielleicht nicht so optimal, wenn du es direkt an der befahrenen Straße versuchst, sondern such dir lieber vielleicht einen Platz, an dem du deine Ruhe hast. Mit der Zeit wirst du immer besser und du kannst dich dann auch an Orte wagen, wo dann auch Menschen um dich herum sind und wo der Geräuschpegel ein bisschen höher ist. Eins steht auf jeden Fall fest, es ist vollkommen egal, an welchen Ort du meditieren möchtest. Es spielt also keine Rolle, ob du an deinem Küchenboden meditieren willst oder vor dem Taj Mahal in Indien. Es gibt also keinen Ort, der für alle Personen besser zu meditieren geeignet ist als irgendein anderer. Es ist einfach für jede Person individuell verschieden, wo man sich dann einfach am meisten wohlfühlt und wo die Meditation einfach am besten ihren Lauf nehmen kann. Schritt Nummer 2, setze dich im Schneider-, Lotus-, Seitzer- oder burmesischen Sitz hin. Falls dir das viel zu unbequem ist, dann kannst du dir auch ein Meditationskissen holen. Ich habe dir eins unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit diesem Kissen wird es dir einfach ermöglicht, eine erhöhte Sitzposition einzunehmen. Und dann wird dir das auf jeden Fall bequemer gemacht, dass du diese Sitzposition für eine längere Zeit auch einnehmen kannst. Schritt Nummer 3, halte deinen Rücken gerade und versuche die Mitte zwischen Spannung und Entspannung in deiner Position zu finden. Mit deinen Händen kannst du im Prinzip machen, was auch immer du möchtest. Du kannst sie auf deine Knie legen oder wenn du willst, kannst du auch sogenannte Meditationsmudras benutzen. Deine Augen sollten während der Meditation immer entspannt sein. Wenn du während der Meditation merkst, dass es anstrengend ist, die Augen zuzuhalten, dann kannst du sie auch gerne öffnen. Okay, sobald der Sitz passt, machen wir mit Schritt Nummer 4 weiter, indem du so tief wie möglich einatmest und dann so tief wie möglich ausatmest. Das hilft dir dabei, den Einstieg in die Meditation zu finden. Und achte darauf, wenn du einatmest, dass du die Luft dann noch ein bisschen in der Lunge hältst, also dass du kurz wartest, bevor du wieder ausatmest. Benutze auch am besten die Bauchatmung, also atme nicht mit deinem Brustkorb, sondern schau, dass sich nur dein Bauch bewegt, denn das
fördert einfach zusätzlich die Entspannung und sorgt auch dafür, dass deine inneren Organe ein wenig massiert werden. Führe diese Atmung ungefähr 10-mal hintereinander aus. Schritt Nummer 5, und hier beginnen wir mit der eigentlichen Meditationstechnik. Führe dazu einfach einen bestimmten rhythmischen Atmungsablauf aus. Atme dazu 3 Sekunden ein, halte deine Luft circa für 2 Sekunden an und atme anschließend wieder für circa 3 Sekunden wieder aus. Zähle bis 3, währenddessen du einatmest, halte die Luft an und zähle bis 2 und anschließend atmest du aus und zählst bis 3. Dieses Zählen wirst du mit der Zeit auch weglassen können, also du wirst ganz automatisch in diesen Rhythmus fallen und achte einfach darauf, dass du dich dabei auch nicht hetzt oder dich irgendwie beim Atmen ausbremsen lässt, sondern schaue, dass die Atmung sehr angenehm für dich ist. Benutze dabei auch wieder die Bauchatmung, da sie die natürlichste Atmung überhaupt ist und sie bei uns als Mensch auch unbewusst ausgeführt wird, wenn wir in voller Entspannung sind oder wenn wir gerade schlafen. Schritt Nummer 6, sei achtsam und löse deine Gedanken von jeder Selbstbeurteilung. Durch die Beobachtung deines Körpers, deiner Sitzposition und deiner Atmung wirst du dich schon bald mit dem gegenwärtigen Ort und Moment verbunden fühlen. Urteile über nichts und versuche auch nichts zu überdenken. Nimm einfach nur deine körperlichen und geistigen Empfindungen im Hier und Jetzt wahr. Als Anfänger wird deine Sitzposition mit ziemlicher Sicherheit nach wenigen Minuten etwas schmerzvoll werden, da du die Sitzposition einfach nicht gewohnt bist. Das Ganze soll aber nicht schlimm sein, denn du kannst es als Chance sehen, dass du die Wahrnehmung auf den Schmerz lenkst, also dass du den Schmerz vollkommen aktiv wahrnimmst, ohne über ihn zu urteilen. Wenn der Schmerz zu groß wird und deine Entspannung darunter stark leidet, dann kannst du auch deine Sitzposition wechseln und mit der Meditation fortfahren. Solltest du merken, dass deine Gedanken während der Meditation abschweifen, und das werden sie mit ziemlicher Sicherheit, dann führe sie wieder zurück zur Meditation und zur Achtsamkeit. Fühl dich nicht schlecht deswegen, wenn du immer wieder auf andere Gedanken kommst. Auch mir passiert sowas immer wieder mal und auch selbst Dalai Lama passiert es, denn er erzählt es auch immer wieder in seinen Interviews. Wichtig ist nur, dass man seine Gedanken wieder zurück zur Meditation führt und weitermacht. Es gehört zum Meditieren dazu, solange man seine Gedanken wieder zurück zur Meditation führt und weitermacht. Folge dann also nicht mehr deinen Gedanken, sondern nimm sie einfach nur wahr. Unterdrücke sie nicht, sondern registriere sie, ohne über sie zu urteilen oder sie zu analysieren. Wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir zu Schritt Nummer 7, und zwar lasse dich immer weiter in den Zustand der Achtsamkeit fallen. Du wirst merken, dass dein Gedankenstrom zur Ruhe kommt und zeitweise auch unterbrochen wird. Erlebe den Zustand der Leere und Stille. In diesem Zustand kannst du eine mystische Erfahrung erleben, die im Zen Kensho oder Satori genannt wird. Speziell beim Satori registriert man, dass man dieses Einssein mit dem Universum verspürt, also dass man sich als Einheit des kollektiven Bewusstseins fühlt und registriert auch die Aufhebung aller Dualitäten, also speziell die Subjekt- und Objekttrennung wird einem dabei bewusst. Und das ist echt ein überwältigendes Gefühl. Nachdem du merkst, dass sich wieder ein Gedanke einschleicht und du gerade Teil des gegenwärtigen Moments warst, realisierst du, dass du eine spirituelle Erfahrung gemacht hast und sich neue Gedankengänge erschließen können, die du vorher noch gar nicht gehabt hast. Das ist ein Zustand voller Ekstase und ich lege es wirklich jedem nahe, es selbst mal auszuprobieren, da es ein wirklich sehr überwältigendes Gefühl ist, einfach mal zu registrieren, oder wahrzunehmen, dass man ein Teil vom großen Ganzen ist, also Teil von der Natur selbst ist. Und genau das scheinen wir in unserem Alltag immer und immer wieder zu vergessen. Kommen wir zum letzten Schritt, Schritt Nummer 8, und zwar führe dich wieder zu deinem Alltagsbewusstsein zurück, atme nochmal tief durch, bewege dich langsam, also strecke dich ein bisschen durch. Jetzt kannst du die Erkenntnisse, die du aus der Meditation gesammelt hast, mit in deinen Alltag nehmen und erkennen, wie sehr sie dein Leben auf positive Weise bereichern, wie sie die Art deines Denkens verändern und wie sie dir helfen,
immer mehr und mehr zu erkennen, wer du wirklich bist. Herzlichen Glückwunsch, dann hast du erfolgreich meditiert. Das ist Meditation in seiner grundlegendsten Ausführung, die auch für jeden Anfänger geeignet ist und auch für Personen, die sich vielleicht mit Meditation schon beschäftigt haben, aber den Dreh noch nicht so ganz rausbekommen haben. Je öfter du diese Meditation ausführst, desto leichter wird es dir fallen, in diesen Zustand zu gelangen. Und mach dir keine Sorgen, falls es nicht beim ersten Mal klappt. Ich kenne viele Menschen, die es 5 Minuten probiert haben und gesagt haben, ach, das funktioniert bei mir nicht oder ich habe keine Wirkung gespürt. Es ist auch klar, denn Meditation ist etwas, was du regelmäßig machen musst. Also es ist etwas, wo du Zeit investieren musst, damit du auch die vollen Vorteile aus der Meditation ziehen kannst und dass sich die Meditation immer mehr und immer mehr lohnt. Wenn du regelmäßig meditierst, wird es dir immer leichter fallen, immer tiefer in die Meditation einzusteigen und erfährst einen wahren spirituellen Wachstum, den du einfach nirgendwo anders sonst erfährst. Und du erhältst natürlich auch die positiven Vorteile, die du für deinen Körper und Geist bekommst. Nun hast du das notwendige Werkzeug parat, um auch selbst mit dem Meditieren loszulegen. Zum Ende habe ich jetzt hier noch ein paar hilfreiche Tipps, die dich auf jeden Fall beim Meditieren unterstützen können. Erstens, der Ort ist zwar nicht wichtig für deinen Meditationserfolg, kann dich aber beim Meditieren trotzdem unterstützen. Suche dir deswegen irgendeinen Ort aus, an dem du dich besonders wohlfühlst und wo du vielleicht eine bestimmte Schwingung wahrnehmen kannst, dass du meinst, okay, hier kann ich besonders gut meditieren. Zweitens, sanfte Meditationsmusik kann Anfängern dabei helfen, leichter in die Meditation reinzufinden. Meditationsmusik findest du auch auf meinem Channel. Drittens, wenn es dir schwerfällt, zur Ruhe zu kommen, dann kannst du auch deine Atemzüge zählen. Also beginne einfach bei 1 und ende bei 10 und dann beginnst du einfach wieder von 1 an zu zählen. Das machst du einfach permanent die ganze Zeit so weiter, also du zählst maximal bis 10 und falls du dich mal irgendwann verzählen solltest oder kommst irgendwie raus, also schweifst mit den Gedanken ab und weißt nicht mehr, wo du beim Zählen warst, dann fängst du einfach wieder bei 1 an. Viertens, meditiere auch mal mit offenen Augen, um einen Unterschied festzustellen. Also bei mir ist es so, dass ich meistens mit geschlossenen Augen beginne zu meditieren und mit der Zeit fällt es mir schwer, meine Augen geschlossen zu halten, deswegen öffne ich sie leicht. Bei mir ist es schon so, dass das Ganze einfach unbewusst passiert. Fünftens, meditiere doch auch mal vor einer Kerze oder vor einem Lagerfeuer. Feuer hat irgendwie etwas Magisches, was dich irgendwie in den Bann zieht. Sechstens, lege dich beim Entspannen nicht vollständig hin, da das meistens einfach im Schlaf endet. Wenn du dich müde fühlst, dann schlaf einfach etwa 20 Minuten oder sowas vor deiner Meditation, denn du musst während der Meditation vollkommen konzentriert sein und entspannt gleichzeitig und das erreichst du am besten, wenn du gerade eben geschlafen hast. Siebtens, meditiere regelmäßig. Es spielt nicht unbedingt eine große Rolle, ob du 10 Minuten meditierst oder eine Stunde. Viel wichtiger ist, dass du regelmäßig und damit meine ich täglich oder jeden zweiten Tag meditierst. Wenn du nicht täglich meditierst, dann wirst du die Erfolge nicht verzeichnen, da die Erfolge sich nur bilden, wenn du wirklich regelmäßig dran bleibst. Und deswegen sollte dich Meditation einfach über dein Leben lang begleiten. Achtens, finde deine Wohlfühlzeit für deine Meditation. Bei mir zum Beispiel sind es circa 15 Minuten. Bei anderen kann es durchaus auch mal mehr oder weniger sein. Für Anfänger ist es vielleicht auch hilfreich, einen Timer zu verwenden, also dass man sich die Zeit vorstellt und eine bestimmte Zeit durchmeditiert, da man als Anfänger noch nicht so ein gutes Meditationsgefühl besitzt. Neuntens, meditiere nicht, nachdem du gerade viel gegessen hast. Dadurch, dass du viel gegessen hast, wirst du einfach schwer in die Meditation finden, da dein Körper einfach sehr beschäftigt ist mit der Verdauung. Und somit fällt es dir auch immer schwer zu konzentrieren und deswegen solltest du die Meditation einfach lieber auf ein paar Stunden später verschieben. Und zehntens, habe Spaß am Meditieren, also führe es jeden Tag aus und freue dich darauf, denn lass es einfach zu einer Gewohnheit werden, die du dann einfach nicht mehr missen möchtest, wenn du längere Pausen mit einbaust in deine Meditationsphasen, dann
wird deine Meditation darunter auch leider leiden. Also versuche einfach jeden Tag dran zu bleiben und jeden Tag mit Spaß und Elan ranzugehen. Alles klar, das war's soweit zu diesem Meditations-Crash-Kurs. Du konntest in diesem Video lernen, was die Meditation ist, welche Vorteile du durch die Meditation erhältst, welche Meditationsarten es gibt, wie du die Zazen-Meditation selbst anwendest und du hast auch noch gelernt, wie du ein paar Tipps und Tricks dazu nutzen kannst, um deine Meditation zu verbessern. Ich denke, du hast in diesem Video eine Menge lernen können. Wenn du einen Freund kennst, der vielleicht das Meditieren auch erlernen möchte, dann teile dieses Video doch mit ihm, denn vielleicht kann ich ihm oder ihr mit diesem Video auch weiterhelfen. Wenn du mehr über Meditation wissen und erfahren möchtest oder vielleicht mal bei einer geführten Meditation von mir dabei sein möchtest, dann schau doch auch mal auf meiner Webseite 12trance.de vorbei. Dort findest du nämlich eine Menge geführte Meditationen und auch Dinge, die dich beim Meditieren unterstützen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch auch eine positive Bewertung da. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, der mir aber in der Summe sehr, sehr weiterhelfen kann. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, Kritik oder Anregungen, dann lass auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich freue mich, diesen zu lesen. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!